Hallo zusammen, willkommen zurück hier. Die Nachbarsbauern sind wieder am Start. Ja, Livestream heute ausnahmsweise mal am Sonntagnachmittag. Ja, aber trotzdem für euch ganz normal die Folgen. Ja, und wenn ich sage wir immer, na klar, irgendwo hier auf der Karte verteilt, versteckt ist der Andi. Hallo erstmal. Verteilt. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Hilfe. Ja, hallo erstmal. Ja, ungewöhnlicherweise am Sonntag, weil ich auf Dienstag war. Ich war unterwegs und konnte quasi am Freitag nicht hier sein. Und Becky, ich glaube, ich habe auch schon wieder eine Hiobsbotschaft für dich. Es könnte sein, dass ich nochmal weg muss. Boah. Wie gesagt, ich bin flexibel da. Aber wir können die Zeit wieder hochdrehen, ja. Ja. Du Gacki, was mache ich jetzt mit meinen 2000 Liter Wassern? Kuhstall? Ah, ne, der hat ja Wasser. Es ist ja so ein modernes Teil. Ich weiß echt gerade nicht, was wir mit Wasser machen. Ich habe jetzt die Schafe aufgefüllt, ich habe beide Gewächshäuser voll. Aber nächstes Mal, Bennett, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da habe ich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder ein eigenes Auto oder so. Sagen wir mal so, wenn du das Fass unbedingt leer bekommen möchtest. Das komme ich zu dir über. Das war jetzt eigentlich mein Plan. Ja, wohl, entweder zu den Schafen oder zur Trinkproduktion. Ja. Yeah. Weil ich muss noch ein bisschen Milch fahren. Und. Ja, so. Ja. So ein Ding ist es nämlich. Ah, ja, guck mal. Ja, ich habe ja noch mal hier eine Mission ergattert. Eine Düngemission. Die schnappe ich mir jetzt mal. Ah, okay. Ja, gut. Ich war ein bisschen spät heute mal wieder. Wir waren eigentlich schon ein bisschen früher verarbeitet, aber. Ja. Dinge und Sachen. So, dann schmeißen wir in das Gewächshaus hier ein bisschen Wasser rein. Vorsicht, Pokalas, Vorsicht. Oh Gott, ist hier hügelig. Weiter geht's. Das ging ja easy. Einfach mal in das Gewächshaus hier 2000 Liter Wasser reingemacht. Perfekto. Perfekto. Und ich habe so viel gegessen. Mensch, Gacki, ich habe so viel gegessen, das glaubst du gar nicht. Jeden Tag Essen ist. Ich bin kugelrund geworden. Oha. So. Und ein riesiges Frühstücksbuffet gab's. Das ist also. Ja. Zucker hat, ja gut, Rübenschnitzel für einen Tag. Das sollte erstmal reichen. So, versuchen wir mal die Kiste hier. Ja, was? Entschuldigung. Ich glaube, mein Bunker macht ja erst die BGA voll mit Rübenschnitzel. Ja, und die ist voll. Jetzt wird dann langsam so die Zuckerfabrik aufgefüllt. Da geht's ja jetzt im Hardcore-Projekt weiter. Rübenschnitzel. Mit Rübenschnitzel? Und ein Bäckerei-Imperium. Und ein. Ja, wild. Marmeladenonkel bin ich jetzt schon. Okay. Da haben wir eine richtig schöne Marmeladenproduktion, habe ich da gefunden. Habe ich irgendwas gelesen? Die witzigerweise genau mit den Obstbäumen von Switi, die wir da haben, zusammenarbeitet, beziehungsweise die braucht. Da dachte ich mir, das hört sich gut an. Da kann ich immerhin 7 von 8 Marmeladenlinien bedienen. Okay. Ja, die eine sind Weintrauben, die. Naja, gut. Die lassen wir da mal sein. Was? Aber. Ja, das, wenn du dir alles kaufen musst und einen Ernter kaufen musst, schwierig.
Ich dachte, Weintrauben wird jetzt dein neues Spezialgebiet. Kommt demnächst vielleicht. Aber dann hatte ich ja wirklich wieder geguckt, was brauche ich dafür. Ich brauche 2 Gewächshäuser, das geht ja noch für Erdbeeren, 26 Bäume und 12 Honigproduktionen. Oha. Und Zucker kaufe ich mir zu. Hallo Kesu. Hallo Kesuli. Und jetzt dachte ich mir so, jetzt das braucht eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit. Da kann ich mir jetzt noch Bäckereien anlachen. Ah ja, dann machst du jetzt hier den Bäckerei-Großmeister. Ey, weil ich war ja wieder schlau gewesen. Die Obstbäume brauchen standardmäßig Wasser und als Booster Mist. Jetzt kippe ich meinen Mist einfach in meinen BGA-Bunker und lasse zuerst zu den Obstbäumen verteilen und danach den Rest geht dann in die BGA. Das heißt, ich muss nur noch Wasser immer fahren. Einfach ein bisschen sich die Arbeit leichter machen. Ja. Ja, aber das Wasser geht eigentlich, so viel brauchen die da eigentlich. Ne? Ja. Und rein theoretisch gibt es inzwischen sogar einen Wasserturm, der als Produktion fungiert, der Wasser verteilen könnte. Aber ich brauchte alle 3-4 Tage fahre ich dann halt mal mit den Wasserfässern längs und gebe da in jedes ein bisschen Wasser rein und das war's. Und ich bin mal überlegen, ich glaube, ich wage mich demnächst an eine erste eigene Produktion. Oha, an eine irgendwie sind wir da so während dem Spiel drauf gekommen. Ich mache Marmelade, ich mache Brot. Man kann Butter machen, Marmeladenbrot, Marmeladensandwich, Honigsandwich. Könnte man ja alles irgendwie... ob man sowas hingebastelt bekommt. Ah. Vielleicht mache ich da mal irgendwann was draus. Wenn ich Lust habe. Naja, warum nicht? Warum nicht, ne? So, also. Dann werden wir mal da oben die Big Packs da ein bisschen aufräumen. So, ja, dann den Speck. Oder die Big Packs. So, ja, guck mal, ich bin auch bei 97%, 98. Das ist ja wild hier, der Gacki 100, hier arbeitet. 100. Wie ein Tier. So. Abschließen. So, keine Lohnaufträge mehr da. Sehr gut. Hat der Gacki alle erfüllt hier. So, wo ist denn den ganzen einen. Den ganzen einen, ja. Das letzte Mal habe ich ein paar Düngemissionen gemacht. So schaut's aus. Während der Gacki den Schokoladendieb gemimt hat. Genau. So. Uiuiui. Ah, weil du den Tierpark vorhin angesprochen hast. Hast du das Foto mit dem Pinguin gesehen? Ja. Da konnte man einfach durchlaufen durch die Pinguine. Das war ja voll krass und die standen da so am Ausgang und haben so geguckt und wir so, ey, keine Ahnung, picken die uns jetzt in den Haxen oder nicht? Oder wir alle halt mit kurzen Hosen unterwegs gewesen halt, ne? Oh. Und dann habe ich mich wagemutig, mutig wie ich bin ich halt als Erster durchgegangen und sie haben mich nicht gefressen, die Pinguine. Und dann ist mir der Erste der Gruppe gefolgt. Ja, ja. Weißt du nicht, wie die reagieren halt, ne? Ich meine. Ja. Man hat jetzt nicht so oft im Leben mit Pinguinen zu tun. Stimmt. Ja. Gut, so. Dann haben wir den Düngerstreuer aufgeräumt. Hier brauchen wir Wasser. Die lassen wir leer laufen. Ja, komm, dann machen wir noch ein bisschen Wasser. Upsi. Ach, da ist schon wieder eine Palette. Ach, Mann. Ich habe doch vorhin erst alle weggeräumt. So.
So. Mal gucken, ob ich das noch kann hier mit dem Gabelstapler. Ich bin jetzt ein bisschen aus der Übung. Dafür kann ich das ganz gut inzwischen. Ja? Kriege ich jetzt einen Schulungskurs bei dir, Gacki, oder? Bald, bald, bald. So. Komm, wir können ja mal probieren, ob wir bei den Schafen Wasser abladen können. Also hat geklappt, hast du ja gesehen. Ja, bei dir. Aber meine Schafe sind ja da immer so ein bisschen spezieller. Das ist, hast du so die Divas unter den Schafen? Heute nicht. Heute nicht? Rangefahren und gleich beim ersten Überfahren kommt das Symbol, drücken Sie I zum Abladen. Oh, das ist ja wild. Wahnsinn. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. So. Ja, Schafe, Wasser ist gleich voll. Und dann muss ich aber auf jeden Fall, bevor wir in die Nacht gehen, hier die Wolle noch wegräumen. Ja, zwei Paletten können die auch noch wegfahren, ja. Ja, wobei, die werden ja eh gespeichert. Na gut, ich mach's mit der Seilwinde. Was? Ja. Aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe schon wieder ein paar Folgen bei mir dabei. Die haben schon wieder ewig viele Aufrufe. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. So, warte mal. Dünger. Warte mal. Dünger. Oben, unten. I don't know. Ich hatte ja auch wieder ein etwas merkwürdiges TikTok-Phänomen gehabt. Ich hatte ein neues Video gemacht. Das hat in der ersten Stunde 800 Aufrufe Oha. Gemacht. Gut, aber dann, jetzt sind wir bei 880. Also es ist da nicht viel mehr geworden, aber eben innerhalb der ersten Stunde so massiv. Normal habe ich so bei Standardvideos 200, 300 Aufrufen und plötzlich da, bumm, wieder einer, der richtig durchgeht. Was hast du denn wieder? Oh, ich sehe halt nichts. Warum darf ich nichts sehen? Was hast du denn wieder hier hochgeladen? ETS. Wir fahren in England mit Lokomotiven auf dem Anhänger, die sehr schwer sind. Mhm. Kesu überholt mich an einem Bahnübergang und mich hebelt's aus und reißt Kesu mit ins Verderben. Dann lagen wir beide da auf der Straße. Oh, das war so klar, weißt du, so rüber, du siehst noch so, mein LKW, er lenkt nach rechts rüber, genau da, wo Kesu war und rums, lagen wir beide. Boah. Ja, das heißt, mein glorreicher Auftritt ist immer noch die Number One? Der ist immer noch, das ist das einzige Video auf TikTok, das über 1000 Aufrufe hat. Ja, das siehst du mal, die glorreichen Auftritte von mir, ne? Gut. Ja, stimmt, ich muss immer noch eine Szene aus einer Aufnahme von der Hopfach rausschneiden. Warum? Das hast du getutet. Manchmal sind ja auf der Hopfach zwischen Feldern so die Übergänge nicht gerade flach, sondern so leicht hügelig. Und ich war am Dreschen und Autodrive meinte mit dem LKW mit 80 übers Feld rasen zu müssen, vom einen aufs andere Feld. Und das war ungefähr so eine Flugkurve, so ähnlich wie du mit dem LKW. Aha. Hallo Max, 81, schön, dass du hier reinredest mit 5 Leuten. Hallo. Wart ihr erfolgreich am LS spielen? Wieso will der denn jetzt hier den Big Pack nicht abladen? Wo kommt ihr denn her? Was habt ihr denn gemacht? Also LS ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, aber was habt ihr gespielt? Erzählt mal ein bisschen. Wir sind hier gerade in einer YouTube-Aufnahme. Aber, ja. Wir sind heute ein bisschen länger live, glaube ich, oder Gacki? Wie lange machen wir denn heute? Eigentlich muss spätestens um 21 Uhr Feierabend sein für mich.
Ja, gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Weil um 21 Uhr kommt Autorennen. Oh, was kommt denn da? Nesca mit Kimi Räikkönen und Mike Rockenfeller. Oh. Im deutschen Free TV. Im deutschen Nesca, im deutschen Free TV. Auf der Niedersachsen im Singleplay. Gacki, das ist dein Fachgebiet, oder? Die Niedersachsen. Ja. Da sind wir auch im Multiplayer unterwegs und unter der Woche. Da, in dem Projekt bin ich ausnahmsweise aber nicht dabei, weil ich im Moment bisschen viel arbeiten muss. Aber vielleicht beim nächsten wieder. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Saatgut. Ja, beim nächsten ist es ja dann wenn wir alle auf einem Hof sind, da kannst du eben wirklich einfach mal reinschauen und wenn du Zeit und Lust hast und mitmachen. Ja, im Moment werde ich wahnsinnig mit Arbeit bombardiert, weil ich muss halt alles lernen. Ich muss, was ist denn jetzt? Jetzt ruft er nur meinen Bruder an. Ist ja wild. Was passiert denn jetzt? Zur weichen Birne? Warte mal, den kenne ich doch, den zur weichen Birne. Ja. Den kenne ich doch, die weiche Birne. Haha. die Niedersachsen wird vom... Was? Angefummelt? Ich weiß nicht, mit wem der Gacki da alles fummelt. Das weiß ich nicht. Das ist... Da bin ich aus, ganz ehrlich. Da bin ich aus. Okay. Ach so. Du meinst den Max? Ach so, jetzt verstehe ich das Ganze. Ich muss mal meine Künste hier im Rückwärtsfahren hier ein bisschen zur Schau stellen. Muss nur den richtigen Trichter finden. Da freue ich mich auch schon drauf auf nachher, Kisu. Ah, ja, hab's verstanden. Gut, das ist, glaube ich, ein Teil, den ich gerade nicht lesen kann. Was? Was kannst du nicht lesen? Ich kann nur den guten Max lesen. Ach so. Aus Gründen. Ja, alles gut. Ihr wird nicht mit Backsteinen geworfen. Wir sind alle lieb, nett und barf und anständig und dann weiß ich nicht. Okay, warte mal. Da müsste ich eigentlich das Stream verlassen, ne? So. Ja, gut. Bisschen haben wir noch. So. Also, warum lässt mich mein Head-Eye-Tracking eigentlich so... Hallo? Kannst du mal aufhören, Head-Eye-Tracking? Bitte. Danke. Ja, es ist... Bitte lass mir meine Illusion, dass ich manchmal lieb, brav, nett und anständig sein kann, ja? Ich meine, ich habe diese Illusion nicht so häufig und für die 30 Sekunden, wo ich sie habe... Mit Kokosnüssen. Das ist auch okay, aber bitte Max, sei so freundlich, mach vorher einen Strohhalm rein, ne? Und so, weil dann will ich gleich Kokosnüssen zu trinken. So... Mhm. Nee, Kisu, das ist eine Straßenstrecke. Kein Oval diesmal. Deswegen fahren auch die ganzen normalen Fahrer mit. Nichts passiert, alles gut. Das ist. Keine Extra Würste. Ich will gar nicht wissen. Wie? Kokosnüsse ohne Strohhalm? Das finde ich jetzt aber. Ja, gut. Gewöhnungsbedürftig. Wie soll ich die dann. Loch reinbohren und rauslutschen. Oder im Ganzen essen. Oder im Ganzen essen. Das erinnert mich wieder an deine Mutterwitz mit Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Ja. So, was können wir denn jetzt noch ein bisschen tun? Wir haben Wasser, wir haben Milch gemacht. Wir können hier noch die Paletten schubsen. Das ist aber alles nicht so wild. Irgendwas wollte ich noch tun, aber ich habe schon wieder vergessen. Was? Ja, das kannst du ja überlegen. Wir sind nämlich schon wieder fertig für heute, ihr Lieben. Die Zeit, die rennt, das ist der Wahnsinn. Morgen um 12 seht ihr die nächste Folge hier bei YouTube und ja, auf Twitch sind wir noch ein bisschen hier, denke ich mal. Wir müssen noch ein paar Folgen
aufnehmen. Da würde ich sagen, schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ja, liebe Leute, weiter geht's hier. Wir sehen uns, haltet die Ohren steif und lasst bitte ein Däumchen unter dem Video da. Tschüss.